Bodo und der Osterhase von Astrid Menke. Eine Geschichte aus der Reihe Bodo bin ich dumm feiert Feste. Gelesen von Astrid Menke. Ich habe eine Idee. Plötzlich ist mir klar, was mir in meiner Behausung fehlt. Ich heiße Bodo bin ich dumm und ich bin ein Bücherwurm. Wie ihr euch denken könnt, lebe ich in einem Bücherregal. Dort habe ich genug Bücher zum Lesen und genug Buchstaben für meinen Hunger. Grundsätzlich lese ich ja erst alles, bevor ich es aufesse. Es könnte ja sein, ich kann etwas Wichtiges lernen. Seit einiger Zeit habe ich das Gefühl, mir fehlt etwas Buntes und Farbenfrohes in meiner Wohnung. Eben gerade ist mir da ein toller Gedanke gekommen. Ich brauche ein paar schöne Blumen. Sie sehen frisch aus und auf den Bildern sind sie immer so bunt und lebhaft. So muss ich mich jetzt auf den Weg machen und nach schönen Büchern mit bunten Blumen suchen. Ich packe meinen Rucksack für diesen Weg. Schließlich weiß ich nicht, wie lange ich unterwegs bin. Ich habe schon Bücher mit Blumen gesehen. Wenn ich mich richtig erinnere, dann stehen sie hinten in einem Regal vor dem Fenster. Immer wenn ich so auf Wanderschaft gehe, sehe ich sehr interessante Sachen, also Bücher. Einige mit vielen Bildern und andere ganz ohne Bilder. Die ohne Bilder will ich auch gar nicht lesen. Gut, manchmal muss ich solche Bücher auch lesen. Zum Beispiel, wenn ich ganz komplizierte Sachen wissen will. Allerdings habe ich da auch schon einige Tricks. Zum Beispiel lohnt es sich immer etwas weiter durch die Regale zu wandern. Komplizierte Themen sind auch in Kinderbüchern oft ganz toll erklärt. Mit ganz vielen bunten Bildern. Warum sollte ich dann die dicken Wälzer nehmen? Abgesehen davon schmecken die Buchstaben aus diesen alten, vertrockneten Büchern total verstaubt und muffig. Echt grässlich, wah! Wenn meine Kletterei durch die Regale länger dauert, singe ich immer irgendwelche Lieder. Am liebsten singe ich Lieder, die mit mir zu tun haben. Jetzt muss ich aber doch einmal schauen, wo ich hier bin. Ich bin schon fast 2 Stunden unterwegs und kann jetzt tatsächlich Bücher mit Blumen erkennen. Sie stehen am Fenster, so wie ich es in Erinnerung hatte. Ich muss nur noch 2 Regale bezwingen. Vielleicht sollte ich erst einmal einen Schluck Wasser trinken. Ich habe einmal gelesen, wir Bücherwürmer brauchen genauso viel Flüssigkeit wie zum Beispiel die Menschen. Natürlich nur so im Verhältnis. Während die Menschen 2 Liter trinken, brauchen wir Bücherwürmer 2 kleine Tropfen für eine Woche. Es ist für mich gar nicht so leicht, an Wasser zu kommen. Meistens kann ich für mich etwas abstauben, wenn von den Menschen die Regale geputzt werden. Die kleckern dann immer so mit dem Wasser rum, da kann ich meine Vorräte immer gut auffüllen. Ab und zu kann ich mein Wasser auch mit kleinen Zutaten aus Büchern verfeinern. Das darf aber keiner wissen. Etwas Farbe oder Tinte im Wasser, das wird dann schon ein echt cooler Buchwurm-Cocktail. Menschen dürfen so etwas nicht trinken. Deswegen habe ich extra für Kinder einen Buchwurm-Cocktail erfunden. Das Rezept dafür habe ich in Büchern versteckt. Kinder, die viel lesen, können diese Rezepte dann finden. Mir schmeckt der Cocktail auch richtig gut. Nach meiner Trinkpause dauert es nicht mehr lange und ich bin am Ziel angekommen. Ich befinde mich in einem Regal mit ganz vielen bunten Büchern. Unglaublich schöne Farben sind hier überall zu sehen. In diesen Büchern steht, wie man Blumen bastelt. Es geht um Fensterbilder und Frühlingsbasteleien. Am allerbesten gefallen mir aber die Osterbücher. Bücher zum Vorlesen, Basteln und mit Dekorationsideen. In solche Bücher wollte ich ja immer schon einmal hineinschauen. Hier werde ich bestimmt viele bunte Blumen finden. Bei so einer Blumenpracht wird es gar nicht auffallen, wenn ich ein paar Blumen davon mitnehme. Ich kann aber nicht nur Blumen und Spielzeug sehen. Da sind auch noch andere bunte Bilder zu erkennen. Bücher mit Hasen und ganz vielen bunten Eiern. Komisch. Jetzt bin ich aber gespannt, was haben Hasen und Eier mit Ostern zu tun? Das sind ja vielleicht drollige Hasen. Das glaubt mir kein Wurm. Ich sehe einen Hasen, der hat eine Hose an. Was macht denn der da? Er hat einen Korb mit Eier, Oh, Donnerwetter, jetzt bin ich aber schnell in dem Buch gelandet. Ich wollte doch nur ein bisschen stöbern. Zwischen vielen bunten Eiern finde ich mich im Korb des Hasen wieder. Der Hase ist nicht gerade vorsichtig mit dem Korb. Gerade habe ich es geschafft, mir am Korbrand etwas Halt zu verschaffen. Da greift der Hase mit seiner Pfote in den Korb und holt ein Ei heraus.
Puh, jetzt habe ich aber Glück gehabt. Beinahe hätte er mich mit seiner Pfote erwischt. Ich kann gar nicht sehen, was der Hase mit dem Ei macht. Ich kann nur einen Blick in sein hübsches Gesicht werfen. Nein, er frisst das Ei nicht. Aber seine Schnute fängt trotzdem an, sich zu bewegen. Oh, wie schön! Oh, ein singender Hase. Ja, er fängt tatsächlich an zu singen. Der Hase hat vielleicht eine schöne Stimme. Ein echter Tenor würde ich mit meinen musikalischen Kenntnissen vermuten. Hoffentlich kann ich mir das Lied merken. Zu Hause schreibe ich es dann in mein kleines Liederheft. Ich bin ein Osterhase. Ich hab hier so viel Spaß. Verstecke hier die Eier, ich mach das wirklich gern. Jedes Jahr zu Ostern bin ich hier, alle Osterhasen kommen her. Wir malen alle Eier bunt, wir färben sie ganz bunt, dann ist das Ei nicht nur rund. Erfreue ich die Kinder, bin ich auch sehr erfreut. Auch ess ich gerne Eier, ich ess mich kugelrund. Jedes Jahr zu Ostern bin ich hier, alle Osterhasen kommen her. Wir malen alle Eier bunt, wir färben sie ganz bunt. Dann ist das Ei nicht nur rund. Ich bin ein Osterhase, ich hab hier so viel Spaß. Verstecke hier die Eier, ich mach das wirklich gern. Jedes Jahr zu Ostern bin ich hier, alle Osterhasen kommen her. Wir malen alle Eier bunt, wir färben sie ganz bunt. Dann ist das Ei nicht nur rund. Der Hase singt munter sein Lied und holt immer mal wieder ein Ei aus dem Korb. Während dieser Zeit schaukelt er mich munter durch die Gegend. Plötzlich macht er eine heftige Bewegung, ich falle fast aus dem Korb. Meine Güte, Hase, pass doch auf! Beinahe wäre ich aus dem Korb gefallen. Tatsächlich hat der Hase mich mit dem Korb etwas unsanft auf den Boden gesetzt. Hallo, ist da jemand? Der Hase schaut sich fragend um. Mir war, als hätte jemand gesprochen. Merkwürdig. Ich glaube, ich muss mir mal die Löffel säubern. Das bringt mich sehr zum Lachen. Löffel säubern, das habe ich ja noch nie gehört. Als wenn man dann besser hören könnte. Was passiert denn dann, wenn man Messer und Gabel auch säubert? Der Hase macht mich auf jeden Fall neugierig. Hallo Hase, kann es sein, dass du mich gehört hast? Ich bin hier unten im Korb. Schau mal hier, ich bin zwischen den Eiern in deinem Korb. Mit meinen kleinen Füßen fange ich an, ganz wild herumzufuchteln. Fast rutsche ich dabei ganz unter die Eier. Der Hase schaut zu mir in den Korb. Was ist denn das? Wer bist du? Du siehst ja niedlich aus. Ein bisschen mulmig wird mir schon, als das Gesicht des Hasen mir so nahe kommt. Hallo Hase, ich bin Bodo Binnigdumm und ich bin ein Bücherwurm. Ich bin gerade in dieses Buch geschlüpft. Muss ich Angst vor dir haben? Ich meine, ja, was frisst denn du so am liebsten? Ich weiche etwas vor dem Hasen zurück. Nein, vor mir brauchst du keine Angst zu haben. Ich fresse keine Lebewesen. Ich bin Vegetarier. Gefressen wird bei mir nur Gemüse, Heu und Klee. Ich habe noch nie einen Bücherwurm gesehen. Es freut mich, dich kennenzulernen. Mein Name ist Franz, Franz Osterhase. Dann bin ich ja beruhigt. Ich freue mich auch, dich kennenzulernen, Franz Osterhase. Sag mal, was machst du denn hier mit den ganzen Eiern?
Na, weißt du das denn nicht? Ich bin doch der Osterhase. Ich verstecke die Eier für die Menschenkinder. Morgen ist doch Ostersonntag. Wie, was? Ich verstehe jetzt gar nichts mehr. Eier verstecken für die Kinder wegen Ostersonntag? Also Franz, das musst du mir jetzt mal erklären. Ach, lieber Bodo, da hast du aber Glück. Ich bin gleich fertig mit meiner Arbeit hier. Dann kannst du zu mir nach Hause in den Bau kommen, also in meine Wohnung. Da kannst du meine Familie kennenlernen und ich kann dir alles über das Osterfest erzählen. Oh, toll, du hast eine Familie? Da freue ich mich aber ganz besonders. Jetzt kann ich auch sehen, wo die ganzen Eier geblieben sind. Franz hat tatsächlich alle Eier aus dem Korb im Garten versteckt. Wie hübsch und bunt hier im Garten alles aussieht. Jetzt bin ich aber gespannt, was es mit Ostern so auf sich hat. Nachdem die Eier versteckt sind, nimmt Franz mich vorsichtig aus dem Korb und trägt mich quer durch den Garten. Versteckt hinter einem Busch kann ich in ein Erdloch sehen. Dort trägt Franz mich hinein. Ich komme aus dem Staunen nicht mehr heraus. In diesem Bau hat Franz eine richtige Wohnung. Er stellt mich seiner Frau Franziska vor. Tatsächlich gibt es auch noch die Hasenkinder Fritz, Fred und Frieda. Ich bin ganz aus dem Häuschen, eine ganze Hasenfamilie. Die Osterhasen begeistern mich. Sie lachen sehr gerne und es dauert ein bisschen, bis Franz den Kindern klargemacht hat, was ein Bücherwurm ist. Klar, Osterhasen treffen wirklich nicht alle Tage auf Bücherwürmer. Es dauert nicht lange und ich sitze mit allen Hasen zusammen am Tisch. Franz und seine Familie sind sehr dankbar, dass sie in diesem Bau leben dürfen. Die Kaninchen haben den Hasen diesen Bau überlassen, damit sie sich richtig um Ostern kümmern können. Denn eigentlich haben Hasen gar keinen Bau, nur die Kaninchen. Dann fängt Franz an, über Ostern zu erzählen. Bodo, hast du schon einmal was über Jesus gehört? Oh ja, sage ich ganz aufgeregt. Die Menschen nennen Jesus den Gottessohn. Ich war schon einmal bei einem Weihnachtsfest, also bei dem Geburtstagsfest für Jesus. Das war schön. Ich habe mit Graf Gustav und seiner Familie zusammen gefeiert. Dann weißt du wahrscheinlich alles über die Geburt von Jesus. Damals war das gar nicht so einfach für Jesus und seine Familie. Nicht jeder hat geglaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Viele haben gedacht, Jesus lügt. Franz schweigt einen kurzen Moment. Das war bestimmt schlimm für den Jesus. Ich weiß, dass aus anderen Büchern Lügen ist ganz schlimm. Und noch schlimmer ist es, wenn du gar nicht lügst und dir keiner glaubt. Es gab schon noch Menschen, die Jesus glaubten, zum Beispiel seine Jünger. So nannte man die Männer, die immer mit Jesus zusammen waren und die zu ihm gehörten. Jesus hatte den Menschen viel zu sagen. Es gab Menschen, die wollten Jesus zum Schweigen bringen. Sie stellten Jesus vor Gericht. Ein Gericht? Was ist das? Fragte ich neugierig. Im Gericht gibt es Menschen, die nennt man Richter. Diese Richter können Menschen, die lügen und Böses tun, bestrafen. Jesus wurde damals von einem der Richter bestraft. Er hieß Pilatus. Oh nein, das darf doch wohl nicht wahr sein. Und dann? Ich spüre, wie meine Augen ganz groß werden. Jesus musste sterben und wurde hinter einem Felsen begraben. Doch Gott ließ Jesus wieder auferstehen. Er schickte Engel, die den schweren Felsen wieder an die Seite schoben, und so konnte Jesus das Grab wieder verlassen. Also, Jesus ist am Karfreitag verstorben und am Ostermontag wieder auferstanden. Nun sollte eigentlich jeder Mensch wissen, dass Jesus Gottes Sohn war. Gott hat das alles nur wegen den Menschen gemacht, damit sie von ihm und seinen Sohn wissen. Was hat das alles denn jetzt mit den Ostereiern zu tun? Ja, die Menschen feiern das Osterfest, weil Jesus wieder auferstanden ist. Das ist ja schon sehr viel mehr als ein Geburtstag. Jesus wollte, dass die Menschen sich lieb haben und sich gegenseitig Freude bereiten. Deswegen beschenken die Menschen die Kinder mit Kleinigkeiten. Wir beschenken die Menschen mit Ostereiern. Das ist ja eine tolle Sache. Wo bekommt ihr denn die Eier her? Tja, da haben wir einen Pakt mit den Hühnern geschlossen. In den Wochen vor Ostern können wir uns immer mal hier und da ein Ei holen. Wir malen die Eier dann hier an und verstecken sie. Das macht uns sehr viel Freude. Die Hasenkinder fangen sofort an, wild durcheinander zu sprechen. Sie sind so begeistert von der Osterzeit. Natürlich essen sie auch Ostereier.
Nein, nein, meine Lieben, das geht erst morgen wieder. Jetzt wird es Zeit für euch ins Bett zu gehen. Wenn ihr ganz artig seid, hat für euch ja morgen vielleicht auch jemand ein Ei versteckt. Franz zwinkert den drei kleinen Hasen zu und er braucht nichts weiter zu sagen. Sie sagen gute Nacht und verschwinden im Nebenraum. Sag mal, Franz, haben eigentlich alle Osterhasen so ein schickes Zuhause wie ihr? Bevor Franz antworten kann, sagt Franziska, vielleicht nicht unbedingt so ein schönes Zuhause wie wir, aber etwas Ähnliches. Wir haben uns hier auch sehr viel Mühe gegeben, wir haben sehr viel mit Farben gearbeitet. Oh, da sagst du etwas. Ich bin eigentlich hier, um für mein Zuhause etwas Schönes, Farbiges zu holen. Bunte Blumen wären nicht schlecht. Franziska springt von ihrem Stuhl auf. Das erledige ich für dich, lieber Bodo. Bleibt ihr beiden Männer nur sitzen und redet noch ein bisschen. Ich habe da schon einige Ideen. Das ist aber lieb von dir, Franziska. Dann habe ich ja auch gleich eine Erinnerung von euch allen in meiner Wohnung. Das finde ich richtig toll. Franziska verlässt den Raum und Franz erzählt mir noch so einiges aus dem Leben von Jesus. Der war schon toll drauf. Er hat Kranke geheilt und den Armen Brot und Toast gegeben. Ja, so kann man sich den Gottessohn wirklich vorstellen. Wie kommst du eigentlich wieder nach Hause? Fragt Franz interessiert. Oh, ich muss eigentlich nur wieder an den Ort zurück, an dem wir uns getroffen haben. Draußen auf dem Rasen und natürlich in den Korb. Oh, wenn du möchtest, begleite ich dich dorthin. Gerne, Franz, ich würde den Weg wahrscheinlich alleine gar nicht finden. Franziska kommt mit Blumen und einem kleinen Bündel zu uns zurück. Schau, Bodo, ich habe einiges für dich gefunden. Das Bündel darfst du erst zu Hause öffnen. Es ist eine kleine Osterüberraschung. Ich bedanke mich herzlich bei Franziska und mache mich zusammen mit Bodo auf den Weg. Die Blumen in meiner Hand duften besser als alles, was ich bisher gerochen habe. Franz und ich werden auf unserem Weg von Gesang begleitet. Franziska singt zusammen mit den Kindern ein schönes Hasenkinderlied. Wie schön! Ich hoffe, ich kann mir auch dieses Lied merken. Wir rollen die Eier durch das Gras, das macht Spaß. Wir kugeln uns selber hinterher, das macht Spaß. Hasenkinder sind ganz klein und spielen immer fort, egal an welchem Ort. Hasenkinder sind ganz klein und spielen immer fort, egal an welchem Ort. Die Eier sind bunter, als du denkst, richtig bunt. Die Eier sind lila, rot, gelb, grün, richtig bunt. Hasenkinder sind ganz klein und spielen immer fort, egal an welchem Hasenkinder sind ganz klein und spielen immer fort, egal an welchem Ort. Wir haben unseren Platz im Garten doch sehr schnell wieder erreicht und Franz hilft mir zurück in den Korb. Franz, ich danke dir für diese wunderschöne Zeit mit euch. Ach, Bodo, das Vergnügen war ganz auf unserer Seite. Mach es gut und besuche uns mal wieder, ja? Noch bevor ich etwas sagen kann, bin ich auch schon wieder in dem Bücherregal mit den Osterbüchern gelandet. Schade, das ging mir jetzt aber doch zu schnell. Aber ich weiß ja, ich kann jederzeit wieder in dieses Buch zurückschlüpfen. Noch immer habe ich dieses Lied im Ohr. Mal sehen, ob ich es mir merken konnte. Singend mache ich mich auf den Weg nach Hause. Am Abend liege ich in meinem Bett und denke über den schönen Tag nach. Die Blumen stehen in einer Vase und sehen herrlich bunt aus. Plötzlich fällt mir das Bündel wieder ein. Ich habe es noch gar nicht geöffnet. Schnell springe ich aus dem Bett und hole es hervor. Zum Vorschein kommen ein paar bunte Eier und ein kleiner Brief von Franziska.
Lieber Bodo, die ganz kleinen Eier sind aus Schokolade. Die schmecken ganz toll. Aber pass auf, dass du deine Bücher nicht beschmierst. Wir wünschen dir ein gesegnetes Osterfest. Deine Freunde, die Osterhasen.